Sammlungsinstrumente mehr bezahlt worden. Das heißt, es waren auf 10.000. Ich hätte der Rekordhalter bei Eric Clapton. Okay. Das heißt, David Gilmour macht jetzt den Gitarren, kauft sich von den Millionen Leuten. Hat er doch mal recht? Oh ja, noch welche zu Hause stehen. Also diese 90 Millionen Euro, diese